Ab und zu gewinnen wir doch die eine oder andere Minute, um uns um unsere Privatangelegenheiten zu kümmern. Dazu gehört es zum Beispiel auch aufzuräumen. Am Wochenende habe ich aber eine schöne Entdeckung gemacht, nämlich die Feldlagerzeitung Matz und Mohr wiedergefunden. Ich selber war im Jahr 2008 und 2009 vor Ort im Kosovo und habe dort für Radio Andernach, den Truppenbetreuungssender der Bundeswehr, die Auslandsredaktion geleitet. Mich führt das Ganze dazu, etwas über die Truppenbetreuung der deutschen Soldaten im Ausland zu sagen. Radio Andernach ist ein Truppenbetreuungssender, das heißt, der für die Soldaten im Auslandseinsatz da ist, dort Programm macht, informiert, gute Musik schafft und auch für Ablenkung der Soldaten sorgt, da die Belastung natürlich im Auslandseinsatz relativ hoch ist. Radio Andernach sendet aus dem schönen Eifelstädtchen Main 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, ein großes, intensives, gut geplantes und gut recherchiertes Programm und wird dabei unterstützt durch die sogenannten Auslandsredaktionen. Zu meiner Zeit gab es 2 Auslandsredaktionen. Im Kosovo war es die Auslandsredaktion im Feldlager Prizren. Dort war ich Redaktionsleiter und habe mit 3 Soldaten gemeinsam ein 3-stündiges Programm jeden Tag der Woche auf die Beine gestellt. Im Afghanistan-Einsatz war eine 5-köpfige Redaktion vor Ort, die genau das Gleiche für Afghanistan getan hat und dort für ein 3-stündiges Programm gesorgt hat. Diese Programme werden eingebunden in das Hauptprogramm aus Main und wird an die anderen Auslandseinsätze gesendet. Die deutschen Soldaten erhalten dabei aktuelle Informationen, sind immer gut informiert, immer up to date. Wir haben im Kosovo dazu noch weitere Betreuungsabende eingerichtet, ein regelmäßiges, jede Woche stattfindendes Quiz mit 200 Soldaten, wo wir die Soldaten unterhalten konnten, ablenken konnten und auch für eine Kurzweiligkeit schaffen konnten, da die Tage manchmal sehr eintönig sein können. Daneben haben wir auch Veranstaltungen gehabt, wie Partys, als DJ aufgetreten und haben dafür dann auch gesorgt, mit unserem Equipment, mit unserer Musik, um einfach für gute Stimmung zu sorgen. Denn gute Stimmung ist essentiell für den Erfolg eines Einsatzes, aber auch essentiell für die psychische Befindlichkeit der Soldaten. Radio Andernach ist Aufgabe beim Verteidigungsministerium, das heißt als einziger Radiosender Teil der Exekutive, da beispielsweise die Deutsche Welle ja unabhängig finanziert ist. Wollen Sie mehr wissen zu Radio Andernach oder auch zu Themen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, sprechen Sie mich einfach an unter info@schaltweiler-pr.de. Oder kommen Sie zu einer unserer Veranstaltungen. Die nächste findet statt am 16.04.2012. Weitere Informationen erhalten Sie bei Facebook auf www.facebook.com/schaltweiler-pr oder unter www.schaltweiler-pr.de. Schaltweiler PR macht Sie fit für die Öffentlichkeit.